In Schwechat wurden die Stadt- und Schulmeisterschaften in Leichtathletik ausgetragen. Dabei kam bei den Schülern endlich zum Vorschein, wofür sie das ganze Jahr über hart trainiert haben. Es ist ein Leichtathletik-Dreikampf, das heißt Laufen, Springen, Werfen. Die Kleineren machen 60 Meter Zonenweitsprung und Schlagballwurf und die Großen, das ist Jahrgang 98/99, muss statt Schlagball Kugel stoßen. Also es sind einmal aus dem Schwechater Raum ist das AHS Schwechat, die NMS Schwechat und die Sport NMS Schwechat und dann kommen noch internationalen Schulen dazu. Das ist die BS Komenski aus Wien, dann aus der Köbelgasse ist eine internationale Schule hier, dann aus Brünn und aus Jehenice kommen noch Schüler und aus Znaim. In welcher Leichtathletikdisziplin bist du der Beste? Schlagball. In Kugelstoßen. Im 60 Meter, so nach ihm halt. Und wie schnell läufst du da? 8,4. Wie hast du dich vorbereitet? Also nur durch das, was wir in der Schule trainiert haben. Was macht dir Spaß am Sport? Das Laufen halt alles am Sport. Sport ist einfach das Beste, damit man sich fit hält. Ich habe mir natürlich vorgenommen zu gewinnen und vorbereitet habe ich mich auch in der Schule und selber außerhalb der Schule. Wie bereitet ihr die Schüler auf die Leichtathletik-Wettkämpfe vor? Ja, das ist bei unseren Sportschülern relativ einfach. Wir haben 8 Turnstunden in den unteren Klassen, in den oberen Klassen haben wir zumindest 6 Turnstunden. Davon werden dann sehr viele für das Leichtathletiktraining verwendet. Das heißt, wir testen die 60 Meter Zeit der Schüler ab. Wir trainieren Weitsprung und zwar nicht nur messen, sondern auch Technik. Und beim Werfen ebenfalls zuerst Techniktraining und dann wird gemessen. Wie wird man vorbereitet? Viel Training, wir haben 6-mal die Woche Stunden Sport. Gefällt euch das oder ist es zu viel? Wir hatten schon mehr, 8 Stunden und uns gefällt es eigentlich sehr gut. Man ist fit. Ja. In welcher Sportart seid ihr besonders gut? In 60 Meter. Und bei welcher Leichtathletikdisziplin bist du besonders gut? Kugelstoßen, also das ist so das, was ich gern habe. Habt ihr Ziele? Auf jeden Fall Spaß zu haben. Das ist unser letzter Wettkampf hier. Welche Altersklassen nehmen heute bei den Stadt- und Schulmeisterschaften teil? Das ist die Unterstufe von der 1. bis zur 4. Klasse. Das heißt, es sind so zwischen 11 und 15 Jahre. Gibt es eine Leichtathletikdisziplin, bei dem die Schwächeren besonders herausragend sind? Ja, also im Weitsprung sind sie sehr, sehr gut. Das haben wir auch wissenschaftlich erhoben, dass da in Schwechat sehr gutes Material vorhanden ist, gute Athleten und auch viel Talent für den Leichtathletikverein. Was waren da zum Beispiel für Ergebnisse dabei? Also wir haben das eher bei den Volksschulen erhoben, wo die besten Kinder dann auch so im Bereich von 4 Meter springen. Und das ist schon für das Alter sehr, sehr gut. Auch die Unterstufe, gerade hier die Sport-NMS, ist dann natürlich noch um einen Schritt weiter, weil die das natürlich auch öfters machen. Und die sportbegeisterten Kinder hier an die Schule gehen, die machen das dann auch im Training und im Schulunterricht öfters. Was ist denn zu beachten beim Weitsprung? Dass wir nicht überqueren dürfen, also die Linie übertreten dürfen. Und dass wir weit springen und nicht nach hinten fallen, wollen wir versuchen. Ist der Weitsprung für dich eine Disziplin, die dir gefällt oder wo du dich schwer tust? Nee, die mir gefällt, ja. Mhm. Wie weit springst du? Um die 4 Meter. Was hast du dir vorgenommen? Einen guten Sprung abzuliefern und das Beste wie möglich zu machen. Wie weit willst du springen? 4 Meter. Und du? Auch so 4 Meter. Ich probiere es halt. Es gibt natürlich einzelne Disziplinen, die festgeschrieben sind. Vom Alter her, beim Schlagballwurf und Kugelstoßen ist das vom Alter her abhängig, wer was zu machen hat. Dementsprechend ist der Wurf oder der Stoß eben dann am Wettkampfprogramm und wird dann auch methodisch so aufbereitet, dass nicht immer nur gemessen wird, was natürlich auch viele Kinder interessiert, wie weit haben sie gestoßen, auch im Training, sondern da wird natürlich methodisch so aufgebaut, dass das dann auch im Wettkampf ordentlich funktioniert, auch mit den Regeln. Sind Sie heute auch ein wenig als Trainer unter Druck? Ja, natürlich. Es steckt natürlich viel Arbeit dahinter. Wenn man mit einer Klasse das ganze Jahr auf diesem Wettkampf hintrainiert, dann möchte man schon, dass die Athleten und Athletinnen dann auch gute Leistungen bringen. Also insofern hoffe ich, dass meine Gruppe heute auch gut abschneiden wird. Was gibt es denn zu gewinnen?
Ja, es gibt Medaillen, es gibt Urkunden, so wie jedes Jahr. Und ja, die Erfolgreichsten stehen dann ganz oben am Treppchen.